Einen wunderschönen guten Tag, meine kleinen Giftzwerge. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Chase Me, aka Jagd mich, aka der Ralf hat sich heute mal ein Auto ausgesucht. Eine Person hat sich ein Auto gewünscht, und zwar den Anadol A2. Da. Danke dafür, fand ich richtig geil. Und dieses Fahrzeug finde ich auch richtig nice. Wenn ich mich nicht täusche, ist es ein türkisches Fahrzeug. Das gibt es auf jeden Fall in Europa oder hier, naja, wisst schon, Türkei eben. Und ich finde es ganz nice. Es ist auch mein Auto, ist nicht super krass getuned. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe dem netten Fahrzeug, wartet mal, man sieht vielleicht hier von der Seite ein bisschen besser. Ich habe es ein bisschen gechoppt, es liegt tiefer. Ihr seht hinten, der Hinterreifen hängt schon fast in der Karosserie drin. Das liegt daran, dann ist das Handling so ein bisschen besser. Ansonsten werden wir mit dieser Karre heute unsere Jagdmilch-Folge bestreiten. Geht eigentlich. Ersetzt, glaube ich, den Sultan. Genau, ich habe den Sultan. Das ist kein Add-on, sondern ein Replace-Fahrzeug. Und mit dem werden wir heute ein bisschen Stress machen. Apropos Stress. Ihr habt ja gesagt, nee Ralf, mach das mal nicht immer über das Menü, sondern hau mal die anderen weg. Gern geschehen. Auf geht's. Und wir haben unseren Stern. So wolltet ihr das doch, oder? Habe ich das richtig verstanden? Wenn ja, schreibt's mir in die Kommentare. Ich habe gestern eine neue Folge hochgeladen, und zwar GTA Top 5 Easter Eggs. Die habe ich mir rausgesucht, die habe ich auch schon selbst gefunden, deswegen habe ich auch darüber ein Video gemacht. Ein paar Leute haben gesagt, Ralf, das sind doch keine neuen Easter Eggs. Habe ich auch nie behauptet, Leute. Ich habe auch nie behauptet, dass ich jetzt da ein Video mache, was noch keiner gekannt hat oder so. Aber ich möchte auch so ein bisschen in diese Richtung Top 5 Videos in GTA Fuß fassen und möchte einfach euer Feedback haben. Und da ich jetzt auch gerade wirklich viele Zuschauer habe, ist es, glaube ich, auch die beste Zeit, um solche Sachen auszuprobieren. Das heißt, wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal dieses Top 5 Video an. Da habe ich auch mit Videoanwendungen gearbeitet, mit Sound unterlegt, mit, ach Gott, ich habe so viele Sachen gemacht, die man sonst hier in den Videos nicht sieht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video mal anschaut. Wo sind denn die Cops? Dieser Anadol geht ganz schön ab, hätte ich gar nicht gedacht. Gucken wir uns mal hier von innen die Kacke an. Wow! Okay, sieht ein bisschen rustikal aus hier drin. What the fuck, Mann. Aber immerhin, die Anzeigen funktionieren. Ich habe gerade, hinter mir war doch jetzt irgendwo die Polizei, oder nicht? Ich höre sie noch, aber... Na gut, was willst du denn machen? Müssen wir noch ein bisschen mehr Alarm machen. Was nehmen wir denn heute? Wir nehmen eine Schrotflinte, komm, mit der haben wir schon nicht mehr geschossen. Ah, 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 mein schöner Anadol, pass bloß auf. Ah, ein Taxi, ein Taxi, ein Taxi. Irgendwie kommen da keine Cops. Und? Nice. Haha, sogar zweimal explodiert. Sehr gut. So, ich würde sagen, wir fahren mal weiter. Da hat sich gleich wieder ein nächstes Taxi gerufen, habt ihr das gesehen? Ah, hallo Cops. Auch schon da. Don't fuck with the Anadol, Leute. Ansonsten bin ich gerade sehr happy, auch die Livestreams, ihr schaut ja immer recht, falls ich meine Livestreams, aktuell streame ich täglich auf YouTube, immer sehr schön, also guckt mal nachmittags vorbei, dann bin ich meistens live hier auf YouTube, aktuell so zwischen, sagen wir mal 15 bis 18 Uhr meistens, heute wird es nochmal einen Livestream geben mit For Honor von Ubisoft, also wer das jetzt nicht gesehen hat oder wer das Video später guckt, der Livestream ist natürlich auch auf YouTube verfügbar, den könnt ihr angucken, falls ihr euch für For Honor interessiert, ein sehr geiles Game, also wir haben es sehr gehypt, als wir das erste Mal in der Closed Alpha gespielt haben. Freue mich schon richtig drauf, dass Playcom schafft dabei, Snipes, der gute Alex und Flashdoor. Das wird auf jeden Fall lustig. Und ja, ich baue zurzeit auch sehr viele Maps für LSPDFA in den Livestreams. Da könnt ihr auch gerne mit reinkommen und Vorschläge machen. Das funktioniert ganz gut. Also wenn ihr sagt, hey Ralf, bau doch mal einen Zugunfall oder bau doch mal einen Unfall oder bau doch mal eine Baustelle oder bau doch mal einen Checkpoint, dann mache ich das auch gerne. Ihr seid herzlich eingeladen, da vorbeizukommen und das Ganze mitzugestalten. Ihr seht ja auch immer die Livestream-Aufnahmen auf meinem Kanal. Und da seht ihr auch, wie es im Chat abgeht und dass ich da auch immer drauf eingehe, auch die Leute grüße. Yo, that's it. Dann noch nebenbei eine andere Sache. Es könnte echt klappen, Leute. Es könnte echt klappen, dass wir diesen Monat noch im September die 50.000 Abonnenten knacken. Das wäre absolut pervers. Das wäre richtig krass. Deswegen meine Bitte an euch, wenn ihr mich unterstützen wollt in diesem Ziel, in diesem Vorhaben, sagt auch euren Freunden Bescheid, schickt doch mal meinen Kanal in eure WhatsApp-Gruppen, postet es auf Facebook oder Twitter und sagt es eurer Oma und dem Opa, wenn ihr sie das nächste Mal im Altenheim besucht. Jo, so viel dazu. Wir stehen jetzt hier neben dem Polizeirevier. Und ganz ehrlich, der Anadol ist wirklich gut. Der ist wendig und klein und scheint keinen zu interessieren, dass sich hier die ganze Zeit Autos wegspringen. So, jetzt haben wir unseren dritten Stern, sehr gut. Weil bis jetzt waren die Cops ja alles andere als eine Herausforderung. Irgendwie sind die Pussy geworden in der Zwischenzeit, wo wenn es regnet, dann... Oh, ich fahre auf jeden Fall mal aus der Stadt raus, oder? Oh, leck, dieses Pferd habe ich noch gar nicht gesehen hier. Was ist das denn hier? Oh, hallo. Entschuldigung. Nein, ich bleibe stehen. Wir fahren mal ein bisschen Richtung Hafen runter, würde ich sagen.
Oh, ich habe sogar schon den vierten Stern jetzt. Wie habe ich das denn geschafft? Das ging aber schnell. Gib Gas, Ralf, gib Gas. Straßensperre. Ah. Oh, shit. Das sah so aus, als wäre da... Nee, da lag kein Nagelband. Tja, das Fahrzeug ist auf jeden Fall... Hält auf jeden Fall viel aus, so hier. Muss ich schon sagen. Gute Bauweise. Auch die Reifen sind fit. Okay, jetzt haben wir einen Helikopter über uns. Und da kommen auch schon FIB-Leute. Wir schlängeln uns mal wieder durch die Baustelle. Das hat letztes Mal auch ganz gut funktioniert. Ah, komm ich da hoch mit der Karre? So, schön im Rückwärtsgang. Ah, Mist. Okay, jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen mal Land gewinnen. Ich glaube, jetzt hänge ich hier nämlich ein bisschen fest. Ah, zum Glück fahren die Cops ja auch durch die Gegend wie die Verrückten. Ah, sehr gut, guck mal, habe ich geschafft. Und hier raus wieder. Auf Wiedersehen, schön mit euch. Aber diese Hubschrauber sind, die nerven mich am meisten. Die nerven mich richtig hier. So, runter hier. Ah, da ist der Helikopter. Guck mal, wie sie schön. Wow, direkt an mir vorbeifahren die alle. Das sind wir ein Haufen. Das sind echt schon echt viele Fahrzeuge, die oh, hinter mir her sind. Und sieht man die jetzt irgendwo runterfahren? Nee. Klasse. Klasse, ja. Krass. Dass ich jetzt einfach wegfahren kann. Aber auf der Autobahn ist ja gerade auch nicht viel los. Kann das sein? Zwei Helikopter da oben. Da vorne ist wieder eine Straßensperre. Wir fahren mal links vorbei, würde ich sagen. Die Straßensperren der Cops sind nicht sehr effektiv. Es gibt übrigens ein neues Plugin für LSPDVA von Corio, wo man selbst Straßensperren aufbauen kann. Ich guck mal, ob ich das heute in der heutigen Folge ausprobiere. Das wird bestimmt ganz witzig. Das heißt, wir machen Verfolgungsjagden in LSPDVA. Zumindest werde ich einen Teil der Folge mit der Verfolgungsjagden verbringen. Achtung! Oh, fuck you, Bulle, ey. Haha, voll in die Mauer gefahren. Hat er verdient, würde ich sagen. Wow, oh, ich wollte hier so einen coolen Drift machen. Naja, irgendwie ist es ja noch ganz cool geworden. Die Cops fahren mir nicht hinterher. Fuck you, Helikopter. Ich bleibe hier gerade mal ein bisschen stehen und gucke, ob ich denn flüchten kann. Ob ich das die vier Sterne runterkriege. Wurde mir auch gesagt, Ralf, du flüchtest ja gar nicht. Du lässt dich immer fast töten von den Polizisten. Ich versuche jetzt mal hier einfach stehen zu bleiben, wie man es auch in GTA machen würde, um die loszuwerden. Aber vier Sterne habe ich auch schon geschafft. Ich weiß schon gar nicht mal, ob ich in so einer Serie schon mal fünf Sterne geschafft habe. Wisst ihr es noch? Ah, shit. Oh, da sind sie schon wieder. Nice try, Ralf. Aber da haben sie mich erwischt, die Penner. Ich glaube, wenn ich in so einen Tunnel fahre, habe ich mehr Glück. Oh, schade. Hier ist leider nur ein kleiner Tunnel. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr Tunnel, aber leider nicht. Ah, ich glaube, hier drüben nicht lang vorkommen, mehr Tunnel. Ah, nicht da runterfallen. Okay, alles gut. Also, was bis jetzt immer sehr gut funktioniert hat, war wirklich auf den Gleisen fahren. Da kriege ich die Sterne meistens los. Das ist eigentlich sehr, sehr simpel. Oder in den U-Bahn-Schacht, wie ihr jetzt schon seht, auf dem Radar. Ah, ich bleibe einfach mal hier drin stehen, würde ich sagen. Der gute Anatol hier. Ich sage euch, schönes Auto. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Wurde von Ozan Emre Öztürk oder Öztürk gemacht. Ich glaube, es gibt noch kein Ü in seinem Namen auf der Seite. Finde ich ganz cool. Der hat auch ein paar andere Fahrzeuge gemacht. Wenn ihr auch mal sagt, ey, Ralf, nimm mal einen Straßenwagen. Oder ey, wie sieht's denn aus? Meine Eltern fahren das und das Auto. Und es ist halt, was weiß ich, nicht gerade der getuteste GT-Wagen oder irgendein Auto. Oh, nicht schon wieder die Cops. Alle haben es genau geschafft, diese kommen. Pass mal auf. Nicht euer Ernst, ihr scheiß Bullen, ey. Wow, 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 der Zug, Alter. Der Zug. Aber nur zwei Sterne, witzigerweise. Ah, das war ja krass. Wir haben es genau in dem Moment geschafft und dann kamen die Cops hier reingefahren. Noobs. Wow, 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 au, 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 au.
Anatol, fahr weiter. So, da wollte ich hin. Bisschen fahren lassen hier von dem Zug. So, dann holen wir jetzt mal den 5. Stern, würde ich sagen. Increase Wanted Level. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So. Okay, volle Power, Leute. Ich bleib mal ein bisschen beim Zug hier. Kannst auch mal bitte aufhören zu regnen. Man, Regenwetter in GTA. Ist fast wie Arma, ey. Gibt's ja nicht. Ah, komm, wir fahren hier nicht mal im Tunnel weiter. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Eagle One hat mich wieder gesehen, sehr gut. Good job, Eagle One. Weiter so, aus dir wird noch was. Gucken, komme ich da hoch? Das wäre aber ein nice Stunt geworden, oder? Stell dir mal vor, ich wäre da die Wand hochgefahren. Das wäre echt cool gewesen. Also, der Anatol ist auf jeden Fall super wendig. Und auch ist ein super Stunt-Car. Der geht nicht so schnell kaputt. Gucken, ob wir das schaffen. Ja, nice. Ah, Birke. Wer hat dich da gepflanzt? Welcher Sack? Bestimmt nur, um meine Flucht zu verhindern hier. So, einmal hier hoch, bitte. Hört auf, mich zu schießen, Mann. Ich habe auch schon keine Tür mehr. Ist voll unfair. Mir kommt so vor, als hätte ich irgendwie... Ah, guck mal, RIP. Auf Wiedersehen. Mir kommt so vor, als hätte ich Gottnot an oder so. Bis jetzt habe ich noch... Wow, niemanden getroffen. Es ist sehr schön, dass die... Oh, Alter, die kommen von überall. Nein, nein, nicht darunter, nicht darunter. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Oh, oh, seht ihr genau, die ganzen anderen Cops, die fahren da auch runter. Oh, RIP, RIP, RIP. Nein, 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 ich habe keinen Gottmord an. Ich hab's gemerkt, ich hab keinen Gottmord an. Entschuldigung. Das Schöne ist, auf so einer Straße hier, guck mal. Tschüss, Lungs. War schön mit euch, auf Wiedersehen. Sag mal, sind die alle blöd? Sind die wie die Lemminge oder was? Guckt euch das mal an, ey. Geht mal alle weg hier, Leute. Kann doch nicht wahr sein. So, wir fahren jetzt mal da oben auf den Damm. Ah, die Karre fährt sich noch wunderbar, ey. Dafür, dass ich sie schon so hart abbekommen hat, fährt die richtig gut, ey. So, einmal über den Damm und ein bisschen Zeit ziehen. Ich habe auch gehobt, dass da jeder weiß, ich komme. Ah, guck mal. Oh, shit, ist das ein Dead End hier? Ne, da kommen die Cops hoch. Okay, sehr gut. Alles klar, hier geht's weiter. Puh, dachte schon, ey. Ja, what the fuck, da unten? Was machen die da unten, die Cops? Guck dir das mal an. Und noch einer runter. Auf Wiedersehen. Ich glaube, heute ist Badetag. Oh, nein, 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 nein. Nein, Ralf, nein, nein, nein. Oh Gott, oh, RIP. Das war's. Ich bin auch ins Wasser gefallen. No, Leute. Also, das ist auf jeden Fall... Das ist RIP. Vielen Dank fürs Reingucken, Leute. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit auf meinem Kanal. Und wir sind mit dem Anatol auf Grund gelaufen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten noch eine gute Zeit. Peace out.